Die Vermarktung von Olympiagoldmedaillengewinnern. Werte Sportfreunde. Sogar hier bei mir sind von Ihnen mehrere hundert Telegramme und so weiter angekommen, obwohl ich ja nur Verwandter bin und von dem dreifachen Olympiasieg meiner Nichte eigentlich nichts habe. Aber trotzdem möchte ich die vielen Fragen mal beantworten, aus meiner Sicht, besonders zur Vermarktung von Olympiasiegern. Denn die Deutschen haben ja das gleiche Glück, eine Doppel-Olympiasiegerin richtig zu vermarkten. Zunächst zu meiner Nichte, ich habe ja vor den Olympics bereits auf vielen Plattformen und Foren immer wieder verkündet, unsere Familie wird in Beijing mindestens drei Goldmedaillen gewinnen. In den ersten vier Tagen der Olympics waren diese drei Schwimmgoldmedaillen da, und alles mit Weltrekords. Und lesen Sie nochmal nach, ich habe vorher schon gesagt, das wird zum Event, und wenn Sie sich im Fernsehen die Siegerehrung angesehen haben, dann haben Sie es gesehen, wie es mit der australischen Flagge und so weiter geworden ist. Nun sieht meine Nichte natürlich mit ihren 19 Jahren auch sehr gut aus und glauben Sie, derzeit gehen dort die Millionenangebote kistenweise ein. Mit 19 Jahren ist die inzwischen etwa 25 Millionen Dollar schwer. Das hängt auch damit zusammen, als dass wir Australier in Beijing nicht das geholt haben, was vorgesehen war. Auch die beiden Goldmedaillen der Deutschen sollte eigentlich eine australische Weltrekordinhaberin holen. Und bei den Männern ist alles schief gelaufen. Bei den Damen sind wir Australier die größte Schwimmnation mit den meisten Medaillen in Beijing geworden, aber am Ende haben doch einige Medaillen einfach gefehlt, besonders Gold. Aber nun zu dem Überraschungssieg der Deutschen, die meines Erachtens auch ohne weiteres bis zu 20 Millionen Euro schwer sein könnte, wenn sie wollte und es nutzen würde. Der deutsche Schwimmsport hat in Beijing eine überaus große Blamage abgeliefert, und darüber kann auch nicht der Doppelsieg der ostdeutschen Schwimmerin hinwegtäuschen. Aber dann macht die auch noch Fehler, anstatt ihre beiden Olympiasiege in die richtige Vermarktungsposition zu bringen. Ich war ja selbst in Beijing und im Internet kann man deutsches Fernsehen empfangen und ich habe da ein langes Interview gesehen, in dem diese Deutsche schon fast sektenartig über ihre Psychologin und Mentalistin redet. Nun, ich persönlich halte das alles für Pipifax, wir in Australien haben so etwas nicht und trotzdem ein Gold nach dem anderen geholt. Aber dann sendet das deutsche Fernsehen ein Interview. Ihr Freund in West-Berlin verkündet, meine Freundin wird jetzt aufhören, wir machen erst mal Urlaub in Mexiko und wandern dann aus nach Australien. Also auf gut Deutsch gesagt, für die deutsche Werbewirtschaft völlig unbrauchbar, diese Super-Olympiasiegerin aus Ostdeutschland. Und ich sage bewusst super, und da verstehe ich nicht, dass sich die Deutschen nicht selbst mal etwas mehr auf die Schultern klopfen. Diese Schwimmerin ist in beiden Disziplinen die schnellste Frau der Welt im Wasser, und allein das hat schon einen enormen Werbewert. Und wie kann man nur so dumm sein, zu erklären, man will aufhören und sogar nach Australien auswandern. Gerade in Deutschland, wo die Werbewirtschaft mit den Millionensummen nur so herumwirft, ist so etwas schädlich. Man will einen weitermachen, auch wenn sie einfach gesagt hätte, ich will in vier Jahren in London sicher nochmal antreten, denn die Werbewirtschaft braucht warme Leute, vor allen Dingen, die bei zukünftigen Wettbewerben, besonders in Ostdeutschland, finden oft internationale Schwimmwettkämpfe statt. Und ich bin der Meinung, diese ostdeutsche Schwimmerin, die nicht schlecht aussieht und recht sympathisch wirkt, wäre in Deutschland bestens zu vermarkten. Aber vielleicht ist die ja Ökofreak, legt kein Wert auf Geld, obwohl sie, wenn sie das jetzt nicht noch irgendwie ändert, mindestens 20 Millionen Euro verschenkt hat durch falsches Verhalten. Sie mögen diese hohen Summen als Unsummen empfinden, aber die Werbewirtschaft zahlt immer mehr, wenn die entsprechende Vermarktungsperspektive besteht. Radio Selmkenzi, Live Bundesliga, Roulette, Poker, Börse. Liebe Radiohörer, wir sind wieder auf Sendung, Radio Selmkenzi ist on air. Ein sensationelles Programm haben wir zu bieten. Die Bundesliga live aus den Fußballstadien der deutschen Bundesliga.
Samstags und sonntags senden wir live im Hörfunk aus den deutschen Bundesliga-Stadien. In Kürze geht's los, da die Lizenzrechte noch nicht ganz geklärt sind, erst in Kürze. Aber wir haben trotzdem ein interessantes Hörfunkprogramm. Hör mal wieder Radio, hör Radio Selmgenzi, wir senden live aus unserem Studio in Berlin, Deutschland, und Melbourne, Australien. Und hier unser tägliches Programmangebot von Montag bis Freitag. Von 0 Uhr bis 9 Uhr, Hard Rock Heavy Metal. Von 7 Uhr bis 12 Uhr, Börsenberichte, live von der Börse in Frankfurt mit dem Reporter Frank Weidkind, in deutscher Sprache, und live von der australischen viktorianischen Börse in Melbourne mit dem Reporter Brian Malvronu. In englischer Sprache, Berichte, Analysen, Trading-Modelle und so weiter. Von 12 Uhr bis 14 Uhr, die Liebe, mit der bekannten deutschen Psychologin und Mentalberaterin Karen Losberg und den Themen, Liebe, wie lerne ich jemand zum Heiraten kennen und so weiter. Von 14 bis 18 Uhr, Roulette. Der bekannte deutsche Roulette-Experte und Profispieler Rainer Burgmann gibt's Roulette-Tipps, erklärt auf dem deutschen Markt befindliche käufliche Roulette-Systeme, und gibt natürlich auch deren Systematik bekannt und bespricht sie auch, und so weiter. Von 18 bis 19 Uhr, Poker. Der bekannte deutsche Pokerspieler und ETP-Gewinner Bernd Glockner bespricht Poker, gibt's Tipps und so weiter. Von 19 bis 24 Uhr, Hard Rock, Heavy Metal. Dieses Programm strahlen wir täglich aus. Hören Sie mal wieder Radio, hören Sie Radio Selmgenzi.